Mir ist mal wieder euer Minus. Wir sind gerade, ich muss jetzt spontan mal ein Video machen, weil wir sind gerade schon wieder, habe ich Dinge erfahren, die sind so hanebüchend. Und ich frage mich noch ganz allen Ernstes, wer da überhaupt noch ruhig bleiben kann. Und zwar geht es in erster Linie um den Völkermord der Amerikaner an den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Rheinwiesenlagern. Und was mir auch bisher, was ich schon wusste, ist, dass es eben verboten war, bis heute, zum heutigen Tage, auf den Rheinwiesenlagern zu graben. Und jetzt ist mir hier ein Urteil in die Hände gefallen, und zwar von der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Hat unter dem Aktenzeichen, das kann jeder von euch nachprüfen, wenn er denn möchte, hat unter dem Aktenzeichen 363 minus römisch 2 slash 18-0 mit Schreiben vom 28.01.1986 und 6.03.1987 alle weiteren Grabungsversuche untersagt. Und jetzt kommt der dicke Knüppel. Bei Zuwiderhandlung wurde bis zu 250.000 D-Mark angedroht. So. Wenn eine Regierung solche krassen Urteile lässt, frage ich mich, was haben die zu verbergen? Und das Gleiche gilt ja auch für das Leugnen des Holocaust. Werden 5 Jahre Freiheitsstrafe angedroht. Und da muss sich doch jeder fragen, warum wird das so drakonisch bestraft? Ne? Weil ich sage euch ganz klipp und klar, die haben da was zu verbergen. Ne? Und dass Trump, ich meine, ich hatte das ja schon mal erwähnt in einem anderen Video, dass Trump jetzt dieses Amt bekleidet, ist natürlich auch kein Zufall. Weil Trump wurde nämlich, das habe ich mal vor 3 Jahren durch Zufall aufgeschnappt und meiner Meinung nach aus einer seriösen Quelle, dass Trump von der dritten Macht seit den 80ern oder der Abschnittsbewegung aufgebaut wurde für dieses Amt. Weil eins ist nämlich Fakt. Und wenn ihr das mal, euch mal ein bisschen mal recherchiert mit den Rheinwiesenlagern, wie viele Tote es da gab, da wurde gegen die Haager Landkriegsordnung verstoßen und da sind üble Dinge passiert. Und ja, es ist deshalb, weil eben die Amerikaner an dem deutschen Volke so unendlich viel haben gut zu machen, ist jetzt auch dieser Trump Präsident. Und ja, es ist ja auch nichts Neues mehr, dass er eben die Farben schwarz-rot-weiß mag. Ja. Genau. Tja, und das Witzige ist, was ja der Ulf, entweder weiß er das wirklich nicht, weil Trump spielt das Spielchen ja natürlich ganz geschickt mit. Ne? Er mimt den Israel-Freund, stellt sich schön an die Gebetsmauer mit der Kippa und so weiter. Ne? Weil, also meiner Meinung nach, wenn er das nicht tun würde, wäre er schon längst tot. Ne? Und Ulf, ich muss dich enttäuschen, der Trump lacht einfach über dich. Ne? Oder vielleicht wird er dich noch verhaften lassen. Ich wäre mir da nicht so sicher an der Stelle. Ne? Ja, diese ungewöhnlichen Sachen wollte ich euch unbedingt mal mitteilen und ich kann euch jedem bitte empfehlen, googelt mal Rheinwiesenlager. Es gibt auch Videos darüber. Das ist so abartig, was die Amerikaner mit dem Deutschen da nach dem, also mit Frauen, Kindern und Männern da gemacht haben. Das ist einfach ungeheuer. Das ist teuflisch. Das ist wirklich teuflisch. Okay, in diesem Sinne, in alter Frische, bis bald. Tschüss.